Kontrollieren, ohne dass oben angezeigt wird, ne? Was? Man kann leicht noch kontrollieren, dass sie oben angezeigt werden. Zum Beispiel für einen Traitor ganz praktisch. Wie meinst du das? Hä, die werden immer angezeigt, du Vogel. Nein, du kannst als Traitor, kannst du, wenn du die richtigen Tastenkombinationen drückst, ich weiß nicht, ob das auch als Innocent geht, kannst du die so anzeigen, dass sie nicht bekannt gegeben werden. Hast du Glück gehabt. Komm, ja, geh zum Fass. Was? Ich bin... Ach. Gib mir die Schrotflinte. Ja. Ach, na gut. Hier. Das ist ja lustig gewesen. Das ist eine andere Waffe. Okay. Ich habe eine MP7, damit bekomme ich das. Das hätte beinahe funktioniert, aber ich hätte ein bisschen hey. Sein sollen. Manche Stellen hier sind echt dunkel. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur scheiße dunkel. Ah. Hallo? Er hat einen Explosivpass. Wer? Der Christian. Also. Ja, und anderer Christian, also der gerade gesprochen hat, hat gerade mit der Schrotflinte drauf geschossen. Fuck, 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 geh weg damit! Ach, komm schon! Ist irgendjemand tot? Nein. Nee, du sagst, du wolltest nicht abknallen. Hey! Christian fängt schon wieder zu... Christian, zurück! Weiß schon. Christian, ich rufe dich zurück! Ja, gut, ich mag keine Menschen. Ich bin Detective, ich mag keine Menschen. Okay. Ich bin Batman. Ey. Lass mich durch. Ja, geh du doch! Du, geh doch! Ich will durch! Geh doch durch! Ich brauch ne bessere Waffe. Hä, hey, wo ist denn Lennart auf einmal hin? Lennart? Ich brauch ne bessere Waffe. Wo bist du auf einmal hin? Ich glaube, der kämpft gerade, dass wir in die Traitor-Fan rein haben. Okay, das kann natürlich auch sein. Nein. Lennart, kämpfst du gerade? Nein, ich bewege mich minimal. Lennart hat gerade die Traitor-Falle aktiviert. Ich habe nichts aktiviert. Welche? Ach, da ist so ein Loch da hinten. Ja. Ah, und Christian schießt auf mich. Ach, Tim. Das war No-Scope. Und er war Traitor. Er hat die Falle aktiviert. Was? Christian war Traitor? Ja, Christian war Traitor. Bring mir die Leiche hier hin. Ja, mache ich. Aber sie liegt auf der gefährlichen Bowlingbahn und ich gehe hinten rum. Ich bleibe hier. Ja, ich will nämlich nicht durch die Explosionsdings da durchrennen. Welches Explosionsdings da? Aha, das meinst du. Welches? Eines. Ach komm mit, Christian. Tu dich doch nicht so. Aufstehen. Los. Ja, wirklich. Aha. Was ist aber unverschämt? Warte. Ich lade nach. Ich hab's gegeben. Ey, das war voll unfair. Ich hasse das, wenn jemand in Gegenstände geht. Wer war das? Der übliche. Das war Christian. Aber die Kiste stand ganz offensichtlich im Weg. Nein, aber es war einfach nervig, weil ich schon wieder auf die Kiste fixiert war. Auf einmal kommt einer um die Ecke und schießt mich an. Hätte es nicht auf die Kiste geguckt, dann hätte er dich von hinten umgebracht. Ich verschlänge ihn. Ich kann doch eh um die Ecke, Chris. Ja, du standst um die Ecke. Ich hab dir doch eh hingeguckt. Ja, aber du hast hinter dir ja nicht geguckt mehr. Hä? Ja, ich wollte nicht nur auf die Hinterseite aufmerksam machen. Chris, lass es einfach. Ich finde das so oder so scheiße. Ist egal. Ich finde es scheiße mit den Gegenständen. Ach so, nur zur Erklärung. Dingens, ich glaube René war das, den hab ich mit der Traitor-Waffe, mit der Traitor-Falle in die Luft gejagt. Das Schöne ist, es war schön offensichtlich. Ich renne da so lang. Ich will den NPC umnieten. Ja! Ja! Ah! Detective! Ich schieße. Lennart, darf ich dich beschützen? Nein! Warum darf ich dich nicht beschützen? Hast du Angst, ich bin es? Ja. Ich töte Christian für dich, um es zu beweisen, dass ich es nicht bin. Ja, schön. Ich töte Dennis dafür, dass ich es dann nicht bin.
Ja, und dann kannst du raten, wer von uns der Traitor ist. Da ist der andere Christian. Ich spiele jetzt Bowling. Und wehe, einer stört mich dabei. Ups. Oh, die Bowlingkugeln fliegen ganz schön schnell für ihr Gewicht. Ja. Das sind leichte Bowlingkugeln, sind für Anfänger. Aber dafür fliegen die nicht so weit, wie ich will, wenn ich's will. Ach, scheiß drauf, alle Neuner. Oh, gut gemacht, mein Junge. Ich dachte schon, ihr wolltet euch da hintereinander abknallen, ey. Ich dachte schon, ich wäre gerade einem total krassen Mord auf der Spur. Okay, jetzt pass auf. Ich werde meine Smoke Grenade benutzen, um hier alle Neuner reinzukriegen. Okay. Nicht ganz korrekt. Ach, wie schön. So tarnmäßig. Ah, das sind ja alle umgefallen auf einmal. Hui. Das ist lustig mit dem Bowlingkugel. Da ist Lennart, da ist Christian, Tim. Hier ist René. Hi. Und Tim. Tim ist entweder tot oder er ist es. Und suchen, wenn er tot ist, dann war es René. Suchen wir Tim. Dafür mache ich meine Special Detective Taschenlampe an. Auch das ist ja nicht mal eine. Bin. Aber ich will die anderen doch verwirren, Lennart. Erstmal brauche ich neue Munition. Öffne als ob man das nicht gehört hätte, Junge. Ich schieß gerade Explosionsfässer ab, falls du den... Warum hat eine Pump-Shotgun andere Position als eine normale Shotgun? Ich hab gerade diese Frau hinter der Theke umgebracht. In der Toilette ist Pipi drin. Welche? So ziemlich jeder. Da fahre ich aber nicht. Bist du Linke? Verdammt, ich sollte meine Munition nicht so verschwenden. Ich habe nur so wenig davon. Autsch. Da habe ich viel Schaden bekommen. Spielst du schon wieder mit der Dings rum? Nein, hier ist auch nichts. Ich habe Tims Leiche nicht gefunden. Aktuell. Wo seid ihr überhaupt noch alle? Tim wurde doch schon gefunden. Hä? Oh, jo. Hä? Wann denn? Wann wurde Lennart gefunden? Hat ihn gefunden, glaube ich. Ja. Nein, habe ich was? Nicht. Was nein? Hast nein, ich habe ihn, hab ihn nicht gefunden. Oh, ich sehe ja gerade, wir haben nur noch einen Traitor. Ja, dann ist... Ja, deswegen habe ich ihn nicht gefunden. Ich habe den Traitor umgenietet. Okay, wir sind jetzt... keiner von uns ist geproved Inno. Außer ich. Doch, du bist auf jeden Fall Traitor. Ja, definitiv. Lass mal jetzt alle auf den Detective gehen. Okay, ja, alle super. Auf den Detective. Klar. Wo ist er? Ist er in der Toilette? Ja, Sud, ja, öffne mal den Traitor-Raum da, ja? Da. Insbesondere, wir stehen jetzt alle drauf und gucken drauf. Lennart, du musst was sagen. Ich sage M. Das ist gut. M ist sehr gut. Wir können ja Münzwurf machen. Smoke. Lennart. Smoke weed every day. Ich nehme jetzt eine Zahl. Ich denke mir jetzt eine Zahl aus. Und du sagst, ob sie gerade oder ungerade ist. Zwischen 1 und 100. 12. Du solltest ja sagen, welche gerade oder ungerade ist. Lennart, ich hab Angst, dass Christian gleich random killt. Was ist das? So Mist. Double Shot. Jo, Christian. Christian hat wirklich... Ich wusste nicht, was ich noch großartig tun sollte. Vor allen Dingen, Christian hat mich umgebracht und es war nicht René. Ja, war gerade da hinten. Wo bist du eigentlich gestorben? Hinter der Theke. Hinter der Theke? Ach so, nee, ich hatte gedacht, du wärst hier hinten bei den... Hier, da wo ich gerade hingehe. Da. Nee. Ich schmeiß einfach so eine Bowlingkugel auf ihn, sodass er die auf die drauf guckt. Wenn du jetzt links gehst. Links, ja, da geradeaus. Ja, da hinten an der Theke. Ja, halt da, wo die ganzen Waffen sind. Ey, ich schmeiß eine Bowlingkugel auf ihn, der guckt nur auf die drauf und ich schieße ihn dann so ab einfach. Ja, ich wollte, weißt du, ich dachte, ich bringe dich einfach mal nicht um und du schießt mir einfach ins Gesicht. Vor allen Dingen war ich verwundert, dass die einen One-Shot gegeben hat, weil die Waffe ist sehr launisch. Welche genau? Diese Sniper, diese Battlefield-Sniper. Ach so, die, ja, die gibt zwei Kugeln auf einmal. Ja, ich weiß, aber manchmal ist die sehr, sehr launisch. Ja. Alter! Das war's mir wert! Was denn? Was? Ich will auch was wert haben.
So Mist, jetzt habe ich wegen dem Karma verloren und bin nur noch auf 6 Leben. Wer hat denn wo was gewasst? Der hat nämlich Folgendes gemacht, der hat hier explosive Fässer bei mir in der Nähe gezündet und dann habe ich ihn mit der Diegel erschossen. Weil er ein Arschloch ist. Ach, die Diegel. Nicht nahe kommen. Okay. Lalala. Ach so, okay. Du bist excessive, okay. Ich guck schon auf den Boden. Hey Leute! Wow. Wisst ihr, wie ich, Bowling finde? Explosiv. Ja! Schießt die ganze Zeit auf diese Bowling-Dinger von ganz weit weg. Boom, alle Neune. Boom, alle Neune. Boom, alle Neune. Boom. Boom, Chakalaka. Ich sehe Lennart. Oh, Lennart ist Straighter. Hey! Lennart ist Straighter. Hey! Du Arschloch! Ja, das ist nicht so toll. Okay. Ich zerstöre gerade Explosionsfässer, weil ich richtig Angst vor den Dingern habe. Ich treffe aber einfach nicht. Okay, perfekt. Ich würde dir gerne mal was sehen. Oh. Lennart, nimm dich gut! Klar. Attacke. Nein, ich mach nur Witze. Boah. Ich bin frei. Wer lebt denn noch? Keine Ahnung. Oh. Hey, hey, hey! Och, das gibt's doch nicht. Alter, warum leckt denn das so bei mir? Was ist denn gerade los, Alter? Ich... Ach so, das ist die Epileptika-Waffe. Sorry. Im Ernst? Leute, wie oft soll ich noch rufen, dass Lennart Traitor ist? Jeder wusste, dass Lennart Traitor ist. Ja, jeder wusste es. Ich auch. Na, ja gut, René, ich war nicht nah genug an Lennart dran, um ihn zu erschießen. Ja, und Katsuya habe ich auf dem Weg dahin erschossen. Lennart versuchte mich mit dieser blöden Fallgrube umzuhauen. Und ich nein, ich an will Lennart nicht, dass ich die Grube... Ich gehe an Lennart vorbei, weil ich paranoid war und auf einmal sehe ich, die Grube ist hinter mir offen. Zufälle. Ja, ne? Ach, Chris. Situation. Zufälle gibt's... Die gibt's gar nicht. Alles ist besser als huge. Ja, das stimmt. Na. Außer noch eine huge. Was ist nee. Denn das? Double Huge? Wäre bestimmt voll geil. Ja, das hey, so. Doppelt so viel Ungenauigkeit pro Schuss. Ach, ich bin Detective. Und doppelt so viel nicht Schaden. Ja. Okay, ich möchte Christian töten. Hat da irgendwas, jemand was gegen? Ja. Detective, ja, der Detective. Nein, ich meine... Dennis, ich möchte schieß die Explosionsfässer ab.
Okay. Nein. Den Detective Rod, das ist natürlich scheiße jetzt. Oh, der mächtige Huge. Der mächtige Huge. Pass auf. Ich möchte nicht Katsuya töten, ich möchte ihn schon den Blue HD töten. Hast du gesehen? Ich schieße die Fässer ab. Immer noch Blue HD, obwohl ich genau weiß, dass es Blut heißt. Der hat aber jemand eine Aggression gegen Bogen drin. Fässer! Da waren Fässer! Da waren ganz viele. Ach, du bist Detective. Autsch. Ich will keine verdammte Huge. Irgendwie vielleicht die hier? Oh, eine Riffle, okay. Damit kann ich arbeiten. Und tot, tot, tot! Hast du Angst? Hast du Angst? Ich glaube, ich habe Lennart gerade umgebracht mit dem Explosionsfass. Toll, danke, du Sack! Explosionsfass-Regel spielt keine Rolle, es war so lustig. Ja, ich hab Chris auch noch! Warum gibt es das Riffle nicht? Da ist ja keine Munition drin oder so. Ja, er war sogar noch drin. Das ist nicht fair, weil der Riff gar nicht funktioniert. Exklusionsmaßregel, ruhig, Bruder. Alter, er schreckt mich. Geh weg von mir, geh weg. Ja, ich geh ja schon, ich geh ja schon. Mann, ich hab einen Traitor getötet, ich fühle mich gerade. Imba. Chris, lebst du noch? Also. Ey, na ja, komm. Pistole. Ich höre Feuer. Voll. Eine höchst spannende Runde, findest du nicht auch? Ja. Diese Tür ist höchst wunderschön. Hast du ey, meine ey, Bowlingkugel genossen. Machen wir es uns doch auf dieser Couch bequem. Meine Güte, ist das eine öde Runde, ey. Oh. Also ich kann warten. Ist denn der Detective noch am Leben? Ja, aber der redet zurzeit nicht. Ah, ich glaube nicht, dass... Doch, doch, der hat, der wollte hier, wie heißt, ach man, jetzt fällt's mir nicht ein, scheiße. Ach ja, okay. Ich erschieße einfach denjenigen, der die Tür aufmacht. Okay. Oder der reinkommt. La la la. Ey. Ich bin Tür im Weg. Ich bin aber mal kurz wie weg. Geil ich einfach erst so Lennart mit dem Explosionsfass und Chris guckt mich so an und ich schieße einfach das nächste Explosionsfass weg. Ich wollte die ganze Zeit auf dich schießen, aber aus irgendeinem Grund hat die Riffle keine Munition. Ach, du hast eine aus den oberen Regalen genommen. Das darfst du nicht. Die funktionieren nicht. Hätte ich mir ruhig früher sagen können. Nee, das fand ich eigentlich ganz angenehm, dass ich euch beide so ganz in Ruhe mit Explosionsfässern wegsprengen konnte. Ich liebe die Regel, dass man Explosionsfässer zu jeder Zeit wegschießen darf. So, bin wieder da. Oh, ich habe eine Huge. Ich bin übrigens nur nochmal zurückgegangen, weil einer von euch so gelacht hat. Ja, war Chris. Ja, ich musste einfach lachen. Er kann sich nicht beherrschen. Sein AIDS kam aus seinem Tumor. Wo hast du mir das noch nicht erzählt, Christian? Das Problem ist, wenn man seine ganzen Traitor-Punkte für alles andere ausgibt, nur kein Dingens, ist das doof.
Ja, dann dadurch hat Thomas meine Runde verloren. Weil ich habe mich in der Ecke versteckt als Detective und bin voll cool gewesen. So ein paar... Oh, es liegen hier nur Scheißwaffen, Alter. So, ich Detective. Brauche einen freiwilligen Toten. Bin für Tim. Alter, jemand tötet mich, jemand bringt mich um. Ja, der Detective. Alter, was willst du? Du hast gerade von da oben gesnipert und jemand anders hat oh wow gesagt. Ich hab halt oh wow gesnipert und du wolltest. Ist egal. Jetzt kann ich das nutzen, was ich ausprobieren wollte. Alter, Chris klebt mir nicht so am Arsch, du machst mich voll paranoid. Von da hinten wurde er abgeschossen und da ist er tot. Kann ich den wieder aufheben? Ach, das hast du gekauft, Willi. Ja. Das verwirrt mich. Lennart steht an der gleichen Stelle, er muss der Mörder sein. Lennart! Okay. Hier ist ein alter Mann. Was geht? Was geht? Digga. Oh, danke. Sonst wäre die Runde ja ewig. Ich hab sowas wie ein Radar, Leute. Ich kaufe mir immer ein Radar. Ah, nee, das war die Scheiße. Wir haben das hier lange nicht mehr gespielt. Ja. Außerdem, da gibt's doch noch die Rätsel, die wir eigentlich lösen wollen. Hatten wir doch geschafft, bis auf das eine mit C4. Da gibt's noch richtig viele mehr und ich hab noch richtig